Ja, hallo zusammen, hier ist der Flugskommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und den Kollegen kennen wir auch schon, den Panzerfreund, das ist Captain Rice 277 aus dem Clan Rio. Hier mit der IS-7 auf Berlin auf der neuen Map. Ist im westlichen Teil der Map gestartet, hat zwei Gunmax drauf. Deshalb wundert euch nicht, dass hier nur APCR Premium Munition drin ist. Hauptsächlich 25 Mal mit der 303 Durchschlag. 94 Damage, denn er will zur dritten Gunmark. Da wird schon mal auf den ersten geschossen, aber leider nicht getroffen, also beziehungsweise abgeprallt. Ja, wir sind 10er ohne Battle. Wir haben 4 Heavys, 4 mittlere Platte, 4 TDs, ein Light, 2 Milliarden. So, gegnerische I7 hat getroffen, leider. 487. Ja, hat hier diesen I7 Skin drauf. Jetzt hat auch noch die Arte eingeschlagen. So, jetzt gab es einen zurückgeschenkt. Dessen Objekt 260 einen reingedrückt. Schon einen guten Teil der HP eingebüßt. Ist ja auf diesen Balkon gefahren. Also ich kenne ja die Karte immer noch nicht, weil ich die immer noch nicht gespielt habe. Ja, was wollte ich sagen? Fünfmal die Sprenggranate hat er noch dabei. Mit 640 Damage, 68 Wirkungsgrad. Dann bessere Verpflegung als Ration. Großes Red Kit und großes Mid Kit, was er schon ziehen musste. Die Mission hat er auch am Start. Schauen wir mal schnell, wenn es geht. Da kommt der Progetto, fährt einfach durch. Schenkt er erstmal 388 rein. Jawohl. Guck mal nach der Mission. Das ist SB-12, gut gepanzert. Schauen wir mal, wie gut der gepanzert ist. Ja, IS-7. Schöner Panzer. Ist mein zweiter 10er auch gewesen. Aber da ist noch keine Gunmark drauf. Ganz wenig Spiele habe ich da Runden erst mit gemacht. Abgefertigt, wollte ich sagen. Und der Captain Price hat da schon ein bisschen mehr. Um die 400, an die 400 Gefechte hat er geschrieben. Ne, da prallt er ab oder es ist gewandt. Je nachdem. So, jetzt hält die zweite Art hier rein. 364 nochmal. Nicht so schön. Hälfte der Hitpoints weg. 13-0 steht es. Ja, ein bisschen was zur IS-7. Kanone 6 Grad nach unten. Dort ist ein Objekt 430U. Da war die Kanone nicht ganz eingezielt. Dann schießt die Diva daneben. 59 bis 60 km/h vorwärts. Wenn man auf gerader Strecke mit warm Sonne auf dem Tank. So, jetzt den Progetto 65 eine eingeschenkt und auch eine kassiert. Nächste 508 in den Progetto 65. 15 km rückwärts. Ja, und Reload Time hat er gedrückt auf 10,54, wie wir sehen. Im Original ist 13,14, also 13 Sekunden, 13,14 Sekunden so rum. Also hat er verbessertes Equipment und Shooter drauf. So, erster Kill jetzt. Das Objekt 260 rausgenommen. So, ein Objekt 430U steht da sehr günstig. Und da wurde angerempelt beim Schuss vom Conqueror. Er macht das auch deutlich hier, was das soll. Ja, da wurde ihm das Objekt 430U geklaut. Hier steht auch noch so ein Schrottding im Weg rum. Muss er sich durchdrängeln. 791 HP hat er noch. Ja, gehen wir weiter mit den Panzerwerten. 2,78 ist die Einziehzeit. Das wird natürlich auch besser sein. Durch bessere Crew und Equipment. Dann haben wir 400 Meter Funkbereich und nein, Sichtweite. 400 Meter Sichtweite und 750 Meter Funkbereich. So rum wird ein Schuh draus. So, 10 zu 3.
Oh, da gibt's noch mal eine eingeschenkt in die Unterwanne von dem Objekt 277. So, noch SDRV 103B gefunden. Ja, der ging natürlich daneben. 130 mm Kanone haut auch mal daneben. Ist eben eine Diva. Upsa, kleine Hüsterchen. Trockene Hals, Entschuldigung. Oh, Munitionslager, Feuerwerk, jawohl. Das war was Anständiges. Und er ist bei 4000 Damage. Jetzt ist nur noch Objekt 268 dabei. Scheint eine schnelle Runde zu werden. Ach, der steht dahinter. 75 HP. Hm. Da bekommt er wohl nichts mehr von ab, oder? Tja, und das war schon die Runde. Ja, und dann sehen wir uns bei den Stats und der macht die Kanone da oben. So, dann sind wir bei den Stats angelangt. Ja, und die fragt euch, das war doch gar keine starke Runde. Nein, aber sie hat ausgereicht zur dritten Gunmark. Und das ist was Besonderes. Ja, eine erste Klasse Speer, Hand Gottes, Brandstifter, Wirkungsfeuer, 90.563 Credits. XP kommen später 12 von den Anleihen. Teamscore gehen wir rein. 4001 Damage, 2 Kills, 1044 Basis XP. Ja, den Report, 17 mal geschossen, 12 mal getroffen, 7 mal durchschlagen. Das ändert sich bald mit dem Update, beziehungsweise mit dem Buff, den die ISIM bekommt. Dann, wie gesagt, die 4000 Damage haben wir schon, 880 geblockt, 1595 Unterstützungsschaden. Dann Distanz ist er 1,49 Kilometer gefahren. Dafür gab es 48.300 Credits. Dann hier Bonus dazu 18.113, macht 90.563 Credits. Abzüglich Repair, Munition, Ration und natürlich die ganzen Kits, ne, dazu, macht ein Minus von 75.681. Aber das macht nichts, es war ja die dritte Gunmark und dann Spielzeit war ziemlich kurz, 6 Minuten 12. Die Basis XP plus Sieg macht eben 1566 XP und 78 freie Erfahrung. Jawohl, und schon wieder hat er einen Panzer durch. Ich glaube, es ist sein erster Zehner mit der dritten Gunmark, ne? Hat er gesagt. Ja, wunderbar, schönes Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.